Hallöchen, ihr da draußen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer weiteren Folge Elder Scrolls Online. Wir sind ja bei unserer Hauptgeschichte dabei, die Elder Scrolls zu bieten hat. Genau, die Hauptgeschichte der Hauptgeschichten, wie wir so gesagt haben. Und da geht es ins trostlose, kalte Kalthafen. Ich finde, wie schon geschrieben wurde, also Kalthafen ist echt atmosphärisch gut gemacht worden, also richtig seelenlos, seelenberaubt, kalt, öde. Man will hier nicht sein, man will hier im Paradies sein, wo die Sonne immer scheint. Genau, und wir schauen jetzt mal zum Propheten rein. Der wartet nämlich schon auf uns und hat schon einen Plan, wie wir Lyris Titanenkind hoffentlich befreien werden. Oder erstmal finden da. Ja. Normalerweise werde ich immer verwöhnt. Ja, genau. Hier, unser Alkohol ist wieder aus. Auf euch, meine Lieben. Ich muss mir ein bisschen Mut antrinken. Es hilft nichts. Es hilft alles nichts. Außerdem hat der Doktor immer gesagt, ein Gläschen am Tag schadet nicht. Das ist ja sowas. Ein Gläschen süßer Wein am Tag schadet auf jeden Fall nicht. Ich bin jetzt nicht die Ultrasäuferin hier. Genau, hier packt man den Seelenstein wieder ein. Okay. Die Fässer sind hier leer. Ach, hier sind noch ein paar Kisten. Ja. Es ist gut für Versorgen. Obwohl ich mich eh nur auf Syrerwein spezialisierte. Naja. Grüß Gott. Es ist schön, euch wiederzusehen. Und ich Ebenfalls. sehe euch auf meine ganz eigene Art und Weise. Ihr seid eine Wunder in der Zeit, ein Riss in der Wirklichkeit, der gar nicht existieren sollte und der nicht lange anhalten wird. Warum sprecht ihr in Rätseln, Prophet? Das Schicksal spricht in Rätseln. Euer Schicksal wurde schon vor langer Zeit in den Schriftrollen festgehalten. Es ist mit dem Schicksal der fünf Gefährten verwoben. Ich habe endlich Lyris Titanenkind in Kalthafen gefunden. Ist sie in Sicherheit? Sie arbeitet unter der Knute des großen Täuschers Molag Bal in einer schrecklichen Schmiede. Ihre Seele ist in großer Gefahr. Ihr müsst zu ihr gehen. Ich kann ein Tor in dieses finstere Reich erscheinen lassen, doch ihr müsst euch sputen. Öffnet das Tor, ich werde Lyris retten. Seid vorsichtig in Molag Bals Reich. Ihr seid wichtig. So sagen es die Schriftrollen. Was ist Lyris zugestoßen, nachdem wir aus Kalthafen gekommen sind? Nachdem Lyris meinen Platz im wehklagenden Kerker einnahm, damit wir entkommen konnten, brachten die Daedra sie in die Gießerei des Leids. Es ist ein Ort der Qualen und der Verzweiflung. Sie arbeitet ohne Unterlass und stellt Waffen für den Feind her. Wie könnt ihr das wissen? Der Gott der Intrigen ist während meiner Gefangenschaft oft in meinen Geist eingedrungen. Es war eine qualvolle Erfahrung. Doch indem er sich in meinen Geist zwang, hat er aus Versehen auch seinen Geist für mich geöffnet und so eine Schwachstelle in seiner Rüstung offenbart. Was meint ihr? Wir sind miteinander verbunden, er und ich. Mit etwas Konzentration kann ich durch seine Augen blicken. Er spürt meine Anwesenheit und sie erfüllt ihn mit Wut. Wenn ihr die Gießerei betretet, um Lyris zu retten, kann ich seine Aufmerksamkeit auf mich ziehen. Er wird blind sein für euch, zumindest eine Zeit lang. Ist das nicht gefährlich? Es könnte eine sehr viel größere Gefahr für euch darstellen, Kalthafen ohne diese Ablenkung zu betreten. Es ist Molag Bals Reich und seine Macht dort ist groß. Ich werde versuchen, ihn auf diese Weise abzulenken, wann immer ihr dorthin reist. Na gut. Dann schauen wir mal hin. Also ist ja echt cool hier. Gut, dass ich mir was angetrunken habe hier. Stehen sie schon wieder so rum hier. Wie bestellt und nicht abgeholt. Machen sie gar nichts.
Isobel freut sich ja, dass wir hier ein bisschen rumschlachten. Hallo, Lyris. Ihr seid am Leben. Seid ihr wirklich hier oder ist das wieder ein Trick? Ich bin es. Der Prophet hat mich geschickt, um euch zu finden. Dann ist er noch am Leben. Den Göttern sei Dank. Aber ihr könnt nicht bleiben. Ihr müsst gehen, bevor sie euch hier finden. Ich werde nicht ohne euch gehen. Ihr versteht das nicht. Sie haben etwas mit mir gemacht. Ich kann nicht weg. Was meint ihr? Es ist schwer zu beschreiben. Meine Erinnerungen, meine Gefühle, sie wurden zerschlagen, auseinandergerissen. Und all die Bruchstücke wurden in verschiedenen Teilen der Gießerei eingeschlossen. Dann werden wir sie bergen. Ich habe es versucht. Die Daedra haben mir alles genommen. Meine Willenskraft, mein Mut, mein Selbstempfinden. Oh nein. Ich bin eine leere Hülle. Die Fragmente sind Spiegelungen meiner schlimmsten Ängste und meiner schmerzhaftesten Erinnerungen. Ich glaube nicht, dass ich mich ihnen stellen kann. Wir werden uns ihnen gemeinsam stellen. Kommt schon. Ich werde mein Bestes tun. Geht voran. Schon vergeben? Wisst ihr das vielleicht? Antwortet nicht. Vergesst es einfach wieder. Wohin geht es als nächstes? Sonst ist alles gut bei dir, hä? Soll ich ein Date ausmachen zwischen euch? Ja? Soll ich Kupplerin spielen? Wo müssen wir denn hin hier? Ach, hier oben geht's lang. Dich werden wir aber töten hier. Wie ist es jetzt eigentlich? Wir sind ja jetzt im Reich von den Daedra quasi, wo die Daedra herkommen. Diese verlorenen Seelen sind sich ihrer Menschlichkeit kaum bewusst. Die Wachen schlagen sie nicht einmal mehr. Welche Menschlichkeit? Da ist nichts mehr menschlich dabei. Die kommen ja in unsere Ebene und brauchen einen Körper. Und wenn der Körper kaputt ist, gehen sie wieder in diese Ebene, wo sie jetzt sind. Was ist jetzt aber, wenn wir sie hier in dieser Ebene kaputt machen? Wohin gehen sie dann? Sind sie denn dann auf für immer tot hier? Oder gibt es doch eine Ebene? Ebene aller Ebenen. Das ist jetzt die Frage. Der Kliptang-Friedhof, okay. Wow. Das kann nicht sein. Es sieht aus wie das Zuhause meiner Kindheit in die Gräber meiner Eltern. Meine Mutter starb bei meiner Geburt. Mein Vater war kühl, kalt. Ich denke, er gab mir die Schuld am Tod meiner Mutter. Mit 16 rannte ich weg, um Söldner zu werden. Ich habe meinen Vater niemals wiedergesehen. Ich hörte, er wurde von einem alten Feind ermordet. Vater? Papa? Bist du es? Ja, da lauf nicht fort. Oh, bist du es? Blutet, ihr Schwein! Sterbt wie das Monster, das ihr seid! Verstand und ihre Seele. Aha, Isobel freut sich. Wer seid ihr? Warum ist Lyris an eurer Seite? Ich bin hier, um Lyris zu helfen. Wer seid ihr? Im Leben war ich Gjalda, der Vater von Lyris. Mein Geist wurde aus seiner Ruhe gerissen und an diesen üblen Ort gebracht. Die Daedra zwangen mich, den Mord an mir immer und immer wieder zu durchleben. Ich dachte, meine Qualen würden niemals enden. Sie missbrauchen euch, um Lyris an Kaltafen zu ketten. Ich verstehe nicht. Lyris war immer ein Freigeist. Warum sollte meine Anwesenheit sie hier binden? Sie gibt sich selbst die Schuld für euren Tod. Lyris, ist das wahr, Kind? Du warst immer so kalt. So unnahbar. Meine Mutter starb bei meiner Geburt. Es war meine Schuld. Ich hätte nicht geboren werden sollen. Lyris, schau mich an. Das Blut der Riesen fließt durch meine Adern. Deine Mutter war eine Nord. Ich gab ihr meinen Samen, ohne einen Gedanken an ihre Sicherheit zu verschwenden. Deshalb starb sie. Nicht wegen dir, Kind. Wegen mir. Ich dachte, du gibst mir die Schuld. Du konntest mich nicht einmal anschauen, Papa. Verstehst du es nicht?
Wenn ich dich ansah, sah ich ihr Gesicht. Ich liebte sie, Kind. Genau wie dich. Mehr als das Leben. Wir können die Vergangenheit nicht ändern und sollten auch nicht an ihr festhalten. Diese Gefühle dürfen dich nicht verfolgen. Lass sie los. Lass mich los. Ich liebe dich auch, Papa. Schlaf jetzt. Ruhe in Frieden. Oh. Er ist fort. Los, verschwinden wir von hier. Arme Lyris. Ups. Wir müssen da den Ausgang finden. Hier geht's weiter. Dieser Ort ist ein Labyrinth der Hoffnungslosigkeit. Gebaut, um das Elend der hier Arbeitenden zu verschlimmern. Ja, aber wir sind nicht allein. Niemand ist wirklich allein. Ah! Roter Hypokras. Von 15 bis 19 erhöht eure Lebensregeneration. Ein Getränk wieder mal. Muss ich mich dann aussuchen, ob ich jetzt an den goldbraunen Port will oder den roten Hypokras. Cool. Ein Rucksack. Oh, Blaupause. Ich liebe Blaupausen. Einrichtungsblaupause, Schreinerei. Kaschidischer Beitisch verblasst. Oh, wie süß. Na gut. Ah. Ach, wir müssen ihre Rüstung zusammenstellen hier. Auch gut. Lindert Lyris Einsamkeit. Okay. Mit einer Rüstung, mit einer tollen, ist man weniger einsam. Verstehe ich das richtig? Wir packen alles ein, was wir finden. Es wird alles verwertet hier. Habt ihr alle Teile bekommen? Ja. Ich habe sie überall im Lager in den Truhen versteckt. Ich wette, diesmal lässt der Kommandant sie 50 Runden laufen. 50? Hoffen wir, dass diese Bestie ausgepeitscht wird. Gut. Wieder an die Arbeit. Benehmt euch natürlich. Was? Das werdet ihr büßen! Ups. Hier ist deine Art. Ich will den Loot denn hier. Die sterben alle zu schnell hier. So, geh mal Lyris die Rüstung. Komm her. Habt ihr etwas gefunden? Ich glaube, diese Rüstung gehört euch. Ich kann es kaum glauben. Diese Rüstung gehört zu mir. Sie macht aus, was ich bin. Ein Krieger ohne Rüstung ist wie ein Bär ohne Krallen. Zieht sie an, ich warte so lange. Hervorragend. Hey. Ich bin bereit. Cool, cool, cool. Oder einen Fisch nehmen? Nö, oh. Schade. Naja, weiter geht's. Pfade der Mühen. Achtet auf eure Schritte. Oh oh. Der Bergbau hat diese Tunnel instabil werden lassen. Ich bin euch ebenbürtig. Bist du dir da sicher? Bist du dir da sicher, Isobel? Ah, schauen wir mal da rein hier. Oh, schade, da gibt's nichts. Gibt's nicht zum Sehen hier. Ah, wir leveln da fleißig die Kriegergilde. Das ist schon mal ganz gut. Der Clanbannhort. Abnotarn, ihr verräterisches Schwein. Ich hätte hier mit euch rechnen sollen. Seid keine Narren, Titanenkind. Euer Hass macht euch mürbe. Krieger sind wie Stahl. Verlieren sie ihre Stärke, verlieren sie ihren Wert. Mir helfen? Ihr habt uns alle betrogen und dann wieder Manimakos Stiefel geleckt, noch bevor sich der Rauch verzogen hatte. Ich tat, was ich tun musste. Und als Zeichen meiner guten Absichten habe ich ein Geschenk für euch. Aber passt auf, Kalthafen wird es nicht so einfach aufgeben. Ist das...
Bei Shors Knochen, das ist sie. Entseelte, das ist meine Streitaxt. Ui. Na gut. Nein, nicht auf Isobel. Okay. Es ist gut, dass ihr wieder da seid. Dürstet es euch nach Deb? Meine Axt. Es fühlt sich gut an, sie zurückzuhaben. Sie ist ein Teil von mir. Sie zu verlieren war wie einen Arm zu verlieren. Ja, schaut schon richtig schnucklig aus, die Lyris jetzt wieder mit der Rüstung. Warum sollte Tam versuchen, euch zu helfen? Ich weiß es nicht. Ich traue ihm nicht und das werde ich auch nie. Aber es ist seltsam. Der blinde Hass, den ich verspürte, als ich ihn sah. Ich hätte ihn mit bloßen Händen erwürgen können. Aber jetzt, ich denke, er hatte recht. Dieser Hass vergiftete mich. Wie fühlt ihr euch jetzt? Besser, stärker, fast wieder ganz. Ist das nicht seltsam? Ich fühle mich mächtig genug, um es mit Umaril dem Ungefiederten aufzunehmen. Ich fühle mich wieder wie eine Kriegerin. Yeah, was kommt als nächstes? Wir sind noch nicht fertig. Wir müssen weiter vorrücken. Der Durchgang wird durch einen Erdrutsch blockiert. Aber da ich jetzt meine Axt zurück habe, komme ich vielleicht da durch. Gut, Mama. Ups, ich ziehe auch schon mal meine Waffe. Bleib zurück. Kein verdammter Haufen Steine wird mich jetzt aufhalten. Boah. Die Frau vom Hulk hier. Super. Dann schenkt man ihnen mal ein hier. So viele dädrische Bestien. So wenig Zeit. Wir müssen uns beeilen. Oh, ein Ogrim. Wir kämpfen gemeinsam. Ah, nein. Okay. Damit wäre diese Geschichte zu Ende. Weiter geht's. Ach so, ich muss ja... Es wäre cool, wenn ich da ein paar Seelen mitnehmen würde. Hä? Naja, ein Seelenstein. Juhu. Ah. Deine Seele will ich auch. Hast du überhaupt eine Seele? Ja, der hat eine Seele gehabt. Draußen gewesen. Aber Isobel freut sich also. Das ist super hier in Kalthafen für sie. Habt ihr das gehört? Das klang wie... Nein, das kann nicht sein. Ich muss ein bisschen hier looten. Geh du schon mal vor. Oh, wow. Oh nein. Sei, was ist mit euch geschehen? Was haben sie euch angetan? Lyris. Lyris, ich kann euch sehen. Seid ihr wirklich da? Sei, ich bin es. Wir sehen eine Art Traumbild von euch. Wisst ihr, wo ihr seid? Ich weiß es nicht. Sie foltern mich. Sie wollen das Amulett der Könige. Wollen, dass ich ihnen das Versteck verrate. Aber ich habe es nicht getan. Noch nicht. Sai, ihr müsst durchhalten. Wir werden euch finden. Dafür werde ich sorgen. Wir werden euch finden. Irgendwie holen wir euch da raus. Sai? Sai! Nein! Bringt ihn zurück, ihr Bastarde! Das war kein Trick. Das war Sai Sahan. Geht es euch gut? Sai ist ein Freund. Vielleicht mein bester Freund. Wir müssen ihn suchen und da herausholen. Es muss einen Weg geben, herausfinden, wo sie ihn festhalten. Wir müssen dem Propheten hiervon erzählen. Er wird wissen, was zu tun ist. Aber erst müssen wir einen Weg hier rausfinden. Es kümmert mich nicht, was sie uns sonst noch entgegenwerfen. Nichts wird mich daran hindern, Sai zu helfen. Los geht's. Okay.
rücken wir in die Gießerei vor. Ah, mit dem Hebel. So cool. Grüß Gott. Grüß Gott. Wer nicht mag, der nicht gewinnt. Ah, ich brauche eine Seele. Jawohl. Gerade so, ey. Im letzten Augenblick hier. Au! Ja, das war's wert. War nur ein Seelenstein? Nein! Ah, der Mantel und klares Wasser nehmen wir immer gern mit. Hier ist noch eine Kiste. Ich laufe sicher bei X Kisten vorbei und sehe sie nicht hier. Hä? Ah, die brummeln nur vor sich hin hier. Sonst machen sie gar nichts. Ah, Asche hier. Das Schmelztiegel des Schreckens. Oh, wow. Molag Bal, oder? Boah. Der Mensch da oben ist richtig klein. Hier. Wiedergeboren wäre. Und das verdanke ich alles euch. Ja. Verschwinden wir von hier. Wir müssen erst Saal retten. Und dann die Welt. Ah ja. Die Kumpels gehen immer vor. So viel Zeug hier. Immer nur leere Urnen. Naja. Entkommen wir mal hier. Lyris Kind, geht es euch gut? Ja, Prophet, mir geht es gut. Die Entseelte hat meinen Verstand von der Kontrolle des Daedra befreit. Den Göttlichen sei Dank. Euer Verlust hätte alles ins Chaos gestürzt. Sie werden mich nicht noch einmal holen. Zumindest nicht lebend. Prophet, Mani Marco hat Saisahan gefangen genommen. Er foltert ihn, um herauszufinden, wo das Amulett der Könige versteckt ist. Wir müssen ihn retten. Ihr habt Lyris zurückgebracht. Und dann auch noch fast in einem Stück, soweit ich das sehen kann. Sie hat viel durchgemacht. Und sie wird Zeit brauchen, um sich zu erholen. Man verlässt einen solchen Ort nicht ohne Narben. Wir haben eine Projektion von Saisahan gesehen. Er sprach zu uns. Was hat er denn gesagt? Hat Sai euch gesagt, wo er festgehalten wird? Er wusste es nicht. Mani Marco foltert ihn. Er will das Amulett der Könige. Dann müssen wir ihn finden, bevor Mani Marco ihn zwingen kann, das Versteck des Amuletts zu offenbaren. Wir haben auch eine Projektion Abnotans gesehen. Er hat versucht, Lyris zu helfen. Hat er das? Ich dachte, er hätte sich fest mit Mani Marco und dessen Wurmkult verbündet. Höchst sonderbar. Saisahan sagte, dass Mani Marco das Amulett der Könige will. Warum? Wie ihr in meinen Visionen gesehen habt, hat der Missbrauch des Amuletts ein Loch in die Barriere gerissen, die Tamriel vor dem Reich des Vergessens schützt. Dieser Schaden muss behoben werden, und das Amulett ist der Schlüssel dazu. Doch um das Amulett zu finden, müssen wir erst Saisahan ausfindig machen. Wie kann ich helfen? Fürs Erste müsst ihr mich meiner Meditation überlassen. Ich muss mich darauf konzentrieren, Saisahan ausfindig zu machen. Bis dahin gebt euch dem Unwissbaren hin. Die Wassertropfen erkennen einander nicht als Fluss, und doch fließt der Fluss weiter. Mhm. Noch eine letzte Sache. Warum hat Molag Bal Lyris überhaupt eine Fluchtmöglichkeit gelassen?
Vielleicht ist es schlicht Hochmut. Vielleicht ist es Teil eines größeren Plans. Wer kann schon die Logik eines dädrischen Fürsten durchschauen? Ich brauche später eure Hilfe, wenn die rechte Zeit dafür gekommen ist. Gehabt euch wohl, Entseelte. Gehabt euch wohl, Prophet. Oh, wir kriegen ein Siegel der Familie Titanenkind, verringert die Ausdauerkosten von Fähigkeiten um 179 und noch mehr Ausdauer. Lyris trug dies jahrelang bei sich, während sie unermüdlich mit den Mitgliedern der Söldnerkompanie trainierte. Schön. Und ein Fertigkeitspunkt. Und Gold. Super. Okay, die reden jetzt nichts mehr miteinander. Dann flitzen wir mal wieder nach draußen. Ah, wir können aber noch den Ring anziehen hier, statt den Zehner. Ja. Weil er unser Schlechtester ist. Okay. Jetzt haben wir halt nicht mehr so viel Leben, aber das macht nichts. Oh, ich sitze in Flötz. Der nächste Fund für euch. Und Flachsen. Flachsen hier. Daraus machen wir ein paar Flachsen, sage ich euch. Da geht's ab. Ah, brauchen wir kurz die Funke. Ich habe nämlich auch einen Runenstein gesehen. Immer wenn es dunkel ist, sehen wir die einfach besser leuchten hier. Get in Deckung! Tamriels bestes Duo ist wieder Kuta. Da. Wow, cool. Einmal Kuta hier. Den Aschberg. Ich glaube, so werden wir die Quest nicht triggern. Naja, es ist leider auch schon wieder Zeit. Die Folgen vergehen immer so schnell. Das ist, wenn sie dann toll waren. Ich danke euch fürs Zuschauen. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert den Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Ich freue mich immer drauf. Und wir haben endlich Lyris befreit. Die ist jetzt einfach in der unsrigen Ebene. Das ist schön. Nicht mehr in dieser grausamen Kalthafen-Ebene hier. Ja, lasst es euch gut gehen. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin, tschüssi euch.